Ozapft is. Als der CCC neulich seinen Briefkasten leerte, flatterten ihm braune Umschläge mit Festplatten aus Bayern entgegen. Digitaler Sprengstoff, Ausspionieren des kompletten PC, Raumüberwachung und Fälschen von Beweisen. Ungeahnte Möglichkeiten, die eindeutig den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts widersprechen. Die Brisanz daran liegt, dass man dadurch, dass man verdächtiger geworden ist, nicht automatisch all seine Bürgerrechte verloren hat. Man darf die Intimsphäre auch eines Verdächtigen nicht beliebig ausschnüffeln. Und das ist genau das, was der Staatstrojaner an dieser Stelle tut. Der Staatstrojaner späht weit übers Ziel hinaus. Und das ist verboten. Gegen den bayerischen Innenminister Herrmann wurde Strafanzeige wegen des Trojaner-Einsatzes in Bayern erstattet. Die Programmierer kümmerten sich offenbar einen Dreck um das, was erlaubt ist und was nicht. Und gemerkt hat's keiner. Der Nerd-Humor in Sachen Star Wars ist wohl nichts für Beamte. Blamiert hat sich sowohl die Firma, die diesen Trojaner an die Landeskriminalämter verkauft hat, als auch die Kriminalämter selber, die sich solchen offensichtlichen Schund haben andrehen lassen. Ich möchte das vergleichen mit einer Hausdurchsuchung, wo das Kriminalamt einen Schlüsseldienst dazuzieht. Da würde ihm auch auffallen, dass wenn der Schlüsseldienst mit einer großen Abrissbirne vorbeikommt, um vorne die Front mal aufzumachen, dass das nicht verhältnismäßig ist. Und so ähnlich ist der Fall auch hier gelagert. Rückblick. Der CCC gründet sich 1981. Ein bunter Haufen, eine galaktische Gemeinschaft für Lebewesen mit durchaus ernsthaften terrestrischen Absichten. Nicht die bösen Buben wollen sie sein, sondern Systemfehler aufdecken. Die erste Aktion 1984, der BTX-Hack. Einbrecher müssen heute nicht mehr mit Stemmeisen und Schneidbrenner arbeiten. Sie haben es leichter, wenn sie ihren Heimcomputer benutzen. Ein Computerspezialist hat uns heute vorgeführt, wie man einfach durch Knopfdruck 135.000 Mark erbeutet. So weist der Club nach, dass das als absolut sicher geltende BTX-System der Post katastrophal unsicher ist. Das erbeutete Geld geht postwendend zurück. Robin Hood der Daten. Ein Image, das den Club prägt. Allerdings nicht immer. Der Ton gegenüber den Hackern schlägt Mitte der 80er Jahre um. Es wird bekannt, dass Hacker aus dem Dunstkreis des Clubs in NASA-Rechner eindringen und parallel dazu einige Hacker, darunter Karl Koch, militärische Daten aus den USA an den KGB verkaufen. Robin Hood ist tot. Die Folge? Eine Sinnkrise im Club. Die Gründungsmitglieder zerstreiten sich. Neue Köpfe übernehmen die Führung. Sie wollen nicht aufgeben. Neues Chaos, neue Ideen. Doch ein bis heute ungeklärter, mysteriöser Todesfall sorgt 1998 für Verunsicherung. Der Tote, der Berliner Boris F., sein Synonym Tron. Er knackt die Codes von Telefonkarten und der D-Box wie kaum ein zweiter. Und so kommt es erst Jahre später zu weiteren spektakulären Hacks. Getreu ihrem Motto, private Daten schützen, öffentliche nützen. 2006. Der CCC zeigt, wie manipulierbar Wahlcomputer sind. 2008. Schäubles Fingerabdruck. Und 2010. Dass der E-Pass Internetgeschäfte keineswegs sicherer macht. Hacker des CCC sind als Sachverständige vor dem Bundesverfassungsgericht gefragt und die große Politik geht auf Kuschelkurs. In letzter Zeit stellen wir schon fest, dass viele Parteien versuchen, uns sehr eng zu umarmen. Aber um unsere Unabhängigkeit zu bewahren, müssen wir auch, wenn wir Inkompetenz in den Reihen der Politik feststellen, einfach immer draufhauen, um uns da die nötige Distanz zu verschaffen. Der Club ist streitbar, chaotisch, unkonventionell und fordert die Mächtigen heraus. David gegen Goliath. Die alten Geschichten sind immer noch die besten.